So, jetzt aber zu denen, die sagen, yes, Max. Top-Typ, Linda Maria. Wir haben uns auf Tinder und auf Snapchat. Was habt ihr? Auf Tinder ein Match und bei Snapchat sind wir auch befreundet. Ihr weiß es, glaube ich, selber nicht einmal mehr. Ich glaube, der hat den Überblick verloren. Oha. Aber ihr habt noch nicht miteinander geschrieben. Ihr seid einfach nur ein Match. Er hat geschrieben. Vor 3 Tagen. Klingelt's. Vor 3 Tagen? Aha. Was hat er denn geschickt? Eine Aubergine? Nein. Okay. Ich habe nicht zurückgeschrieben. Ja, okay, aber jetzt kannst du ihm auf eine in Social Media geschickte Nachricht in Real Life antworten. Was hat er denn geschrieben? Weißt du das noch zuletzt? Was ich das Wochenende mache? Sein Blick ist genial. Er weiß gar nicht, wovon ich rede. Okay, was du das Wochenende machst, du bist hier. Ja, das ihr seid ich beide ja nicht hier. Sagen. Das konnte ich ja nicht sagen. Ja, richtig. Ich snap dir heute. Na, weißt du, wer ich bin? Guck dir erstmal das Video an und dann guckt ihr, ob ihr ein Date habt. Dann müsst ihr gar nicht mehr snappen miteinander. Okay, machen wir so. Was ist denn hier bitte los? Dann gehe ich hier nochmal einmal hier rüber. Ob hier immer noch jemand so ein bisschen crazy in love ist. Marie und Max, M&M. Ist alles. Oh ja, du bist ja immer. Zitterst du? Nein. Mach mal so? Nee. Nein, lieber nicht. Hat er die Sprache verschlagen? Also, ich finde ihn immer noch sehr gut. Ja, das merkt man aber kaum. Hält's auf! Das ist aber süß, okay. Dann guck einfach noch, saug's auf. Ist okay. Genie, ist das der 7. Himmel auf deinem Leib? Also, mir hat's auch schon ein bisschen die Sprache verschlagen. Ja, dein optisches ist wirklich sehr ansprechend. Du bist mega cute. Das mit dem Instagram, ich bin selber aktiv auf Instagram. Ich gehe auch gerne shoppen. Also wenn du noch Katzen magst, dann... Okay. Ja, dann schauen wir, was die Zukunft bringt. Ich gehe noch mal hier zu Mareile. Hat's dir auch die Sprache verschlagen? Schon ein bisschen. Ich könnte sehr gut einen Fahrlehrer gebrauchen. Ich habe seit 10 Jahren meinen Führerschein und bin seit 10 Jahren nicht mehr Auto gefahren. Oh. What? Deswegen passt auch ganz gut. Ja, dann Einführung in den Verkehr. Nein! So direkt, ja. Straßen, Leute, Straßenverkehr. Ja. Was ist, Max? So, jetzt haben wir einiges gehört und jetzt erfahren wir noch ein bisschen über dich. Ist er euer Mann? Lasst die Lampe an, drückt ihr aus, seid ihr? Aus! In einer Beziehung darf man gerne täglich Sex haben. Von mir aus auch mehrmals am Tag, wenn der Partner da Lust drauf hat. Also ich bin da definitiv flexibel. Manch einer würde vielleicht sogar sagen, ich bin nymphomanisch veranlagt. Einfach weil ich gerne und oft Sex habe. Aber ich denke mal, da spricht in einer Beziehung ja nichts dagegen. Mir ist sehr wichtig, dass die Frau auch auf ihre Kosten kommt. Leider kommen die Frauen oft zu kurz. Und ich habe bisher aber wirklich nur gute Rückmeldungen bekommen. Deswegen kann sich die Frau da auf einiges freuen. Max, du hast ein Date! Marie, komm! Hol sie dir gleich ab! Guck mal! Ja! Ja, da wurde gerade viel über Sex geredet und ihr gebt euch die Hand. Toll! Marie, du findest ihn einfach toll. Du darfst ihn auch angucken. Er steht nämlich neben dir. Oder ist das gleichzeitig? So, Max, wie ist es jetzt? Du konntest die ganze Zeit nicht so wirklich viel sagen. Wie ist es, neben Marie zu stehen? Neben einer schönen Frau, die auch ein bisschen aufgeregt ist. Also, finde ich süß. Die hat sehr, sehr viel geschwärmt von mir. Und deswegen. Dann ist das auch gut so, ne? Ist ja nichts dagegen. Und Marie, du kannst gerade gar nicht mehr, ne? Wie sehr freust du dich auf dieses Date mit Max? Ein bisschen. Ein bisschen? Viel. Ein kleines bisschen. Naja, sind ja Kameras dabei. Wir werden es sehen. Euer Date, Max und Marie, viel, viel Spaß. Unsere beiden M's. Hier ist euer Applaus.